Und guten Tag und herzlich willkommen zurück, liebe Community, zu Borderlands 2 mit dem Schwarzschimmel und mit mir, aber das interessiert ja keinen. Eben, wir hören lieber der Beatbox zu vom Claptrap. Yeah, baby, yeah. Boom, tschicka, boom, tschicka, boom, tschicka, boom, boom. Alles klar. So, wir haben entschlossen, wir machen jetzt eine kleine Nebenmission. Wir leveln uns ein bisschen, vielleicht finden wir ein bisschen coolen Stuff. Und dann können wir hier Action machen in den Hauptmissionen. Suchen wir uns mal eine aus. Na, jetzt keine? Wieso hat's ja heute keine? Schweinerei. Nein. Und wir tun was für Moxie. Ja, genau, Moxie ist immer toll. Nee, schade, das ist für den, Sir Hammerlock. Ach der, hast du das der ist auch Gefühl, mit. Du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Ja, immer. Hast du von diesen Insektenviechern namens Warkids gehört? Es heißt, diese Myktanten, kleines Wortspiel, wenn du verstehst, morphen, wenn sie genügend Schaden nehmen. Könntest du bitte diesen Evolutionsinjektor nehmen? Ausgezeichnet. Ich möchte, dass du ein paar Warkids zum Morphen zwingst. Gib ihnen eine Injektion, während sie verpuppt sind. Okay. Na, dann kommen da kleine Teddybären raus aus dem Kokon oder was? Keine Ahnung. Na, dann machen wir das doch. So. Ja, sollen wir noch mehr einsammeln oder erledigen wir erstmal die Aufgabe? Die reicht erstmal, oder? Okay. Eins nach dem anderen hier. Ein Schritt vor den anderen. Gucken wir mal, ob wir uns da hin teleportieren können. Liegt's an mir oder liegt's an dir? Was? Dann ruckelt's ein bisschen beim Laufen. Wo ist denn das? Three Horns Divine. Achso, okay. Warte, ich mach. Wenn wir zwei gleichzeitig das machen wollen. Jetzt. Bei Stürzen erleidest du keinen Schaden, egal aus welcher Höhe. Yay! Yeah. Und dann war da noch ein Wort, das ich jetzt nicht mehr lesen konnte so schnell. Transfusionsgranaten so. Heilen dich, nachdem sie den Gegner geschädigt haben. Eine Win-Win-Situation. Klingt nett. Oh, ganz. Brauche ich gar nicht. Tschüss. So, die Mutanten sind da hinten irgendwo. Wie denn? Da. Kartenausgang. Verlassen zu Tundra Express. Catch a ride. Mach hinne. Du fährst wieder, ne? Ich bin nicht wie so immer. Gefahren. Ach, der Scheibenwerfer. Cool. Bin ich schon wieder falsch abgebogen? Ich weiß es nicht. Nö, die Richtung scheint ganz gut. Ich weiß nicht. Kommen wir hier durch? Nee. Na doch, da müssen aber wir müssen durch. Wir durch. Ach Mist, aber... Brauchen wir gar nicht. Na, das hat's ja voll gebracht. Ja, absolut. Was ist das denn? Na dann. Tundra ist das. Warum leuchtet das so gut? Okay, einfach nur so. Von mir aus. Ich hab Angst. Nicht nur du. Ach, das ist, sind die Flaggen, die hier so flattern. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich höre die Viecher schon. Speicherding, geh auf. Danke. Mordsmorferei. Finde einen Wacket, okay. Ja, du müsstest schon mitnehmen, du müsstest schon genau im Missionsgebiet. Finde die Wacket. Beobachte die Transformation. Da drüben sind sie. Sind das die kleinen, achso. Du sollst sie nicht töten, du sollst sie nur anschießen. Tut mir leid, ich verpuffen. Bin was soll ich machen? Komm denn. Ich sterbe ja schon bei einem. Was soll ich denn machen? Da. Viele betrachten diese Kreaturen als reines Kanonenfutter und haben keinen Blick für ihre elegante Gestalt. Oh großer Gott, das ist ja ekelhaft! Mach es tot! Mach es tot! Aua, 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 au! What the? Na komm. Alter. Kriegst du? Weiß nicht. Jetzt komm, 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 komm. Erledige sie. Gute Güte, das war ja grässlich. Musst du nur mal kurz nachladen. Ich brauche nur noch ein paar weitere Proben. Nur noch ein paar weitere Proben, okay. Bring sie zum Verpuppen, verpasse ihnen eine Injektion, töte sie. Viel Glück. Ach, das war auch ein Badass, oder? Ja, die werden automatisch zum Badass bei der Verpuppung. So, okay.
Das ist natürlich eine Information. Warte mal, treffe ich das hier überhaupt? Die verpuppen sich aber alle nur. Autsch. 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 Sag mal. Oh. Sag mal, schießt du die alle an und lässt die dann einfach laufen oder was? Was? Na, die sollen sich doch verpuppen, oder? Ja, aber wenn du 20 Badass um dich rum hast, hast du auch keinen Spaß. Ach klar. Mann. Den da hinten habe ich jetzt aber nicht gedingst. Gib dich mal auf. Hallo? Jetzt. Keine Panik. Komm schon. Ausgezeichnet. Okay, der ist kaputt. Stopft ihr die in den Hals? Was ist denn mit der Granate los? Munition benötigt. Munition aufgebraucht. Aua. Ah, das ist... Oh, oh. Aua. Lass mich. Aua, lass mich. Ja, ich hab meine Munition aufgebraucht. Das ist aber auch ein Badass. Hä? Hat der sich nochmal verpuppt oder was? So sah es gerade eben aus, ja. Boah, ich mache gar keinen Schaden an den Drecksvieh. Oh, da krabbelt einer. Ich habe was aufgesammelt. Der hat sich eingebuddelt, da ist er. Oh, 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 oh. Das ist aber ganz schön hart. Kann ich dich aufheben? Vieh? Ich kann dich aufheben. Wo ist er? Da unten ist er. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich! Schaffst du den? Machst du ihm Schaden? Keine Ahnung. Ja, aber nicht viel. Jetzt ist er erstmal weg, ne? Ja. Und ich bin tot. Ich will dich aufheben. Oh, jetzt bist du gestorben. Mist. Wo sind der hin? Ach nein, ist doch der. Das Gute ist, wir sind direkt am Speicherpunkt. Ja, ja. Das heißt, wir haben kurze Wege. Und Geld haben wir doch auch, wir sind noch reich. Nimm mutierte Waki-Proben auf. Hä? Wir haben doch schon zwei, oder nicht? Ich muss erstmal meine Munition nachfüllen. Okay. Das ist Pech. Das ist Pech. Boah, jetzt hat sich das Drecksvieh schon wieder eingegraben. Also wieder. Ja, ja, das macht er dauernd. Extrem nervig, das Vieh. Ja. Wo kommt er wieder? Wo kommt er wieder? Wo ist er? Da unten ist er. Verursache 5000 Punkte Schockschaden, habe ich hier einen Erfolg, den ich freischalten kann. Oh, da hat er dich aber wieder erwischt. Naja, dieser Schaden, den er rausbläst, ist so hoch. Neue Stärke, haha. So, den hätten wir. Hat er auch eine Probe verloren? Gut, ich würde sagen, dann machen wir das vielleicht Stück für Stück. Schießen wir einen an, wenn sich einer verpuppt, killen wir den Rest, oder was? Ja. Na gut, na gut. Ammo-Dump. Boah, Mann, 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 Mann. Keine Gewährleistung. Was hab ich denn hier für eine Waffe? Ach, die probiere ich mal aus. Ja, okay, sieht gut aus. Hier ist ein Klassenmod für dich. Pistole, Feuerrate, Pistole, Magazingröße, Schild, Ladegeschwindigkeit. Ah, gib Geld. Ich hätte gerne wieder so ein Team-Ding. Wow. Ah, achso. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein bisschen Heilung gönnen. Ja, wäre nicht verkehrt. Gönn ich mir jetzt. Ja, jedes Mal speichert, sobald ich hier... Ist doch nicht verkehrt. Kein Geld zurück sind seine drei Worte, alles klar. Natürlich eine super Geschäftsphilosophie. Na komm, verpupp dich, verpupp dich, verpupp dich, komm schon.
Jetzt muss man doch das Ding irgendwie reinjagen, oder? Machst du das? Okay. Ja, schon gemacht. Na komm, 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 komm. Boah, das gegen säureresistent ist Drecksvieh, na herrlich. Das ist. Aber ja, der schießt selber mit Säure, herrlich. Das ist natürlich eklig. Na herrlich. Dabei bist du doch eigentlich schon relativ tanky. Ja, 500 Schild, ja. Eigentlich schon. Vielleicht ist der Schild ja doch nicht so. Ich meine, wenn der mal schnell weg ist, ne? Ja. Pass auf, ich lenke den jetzt ein bisschen ab. Tepig auch. Ah, super, dann spielt man links rein. Jetzt geht er natürlich wieder hoch über uns. Halt doch wiederbeleben, jetzt. Au. Au. Danke. Da ist die Probe. 1700 noch was Erfahrung, ey. Das ist Wahnsinn. Sicher. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme mal lieber die Waffe rein. Jetzt ist die Frage, wo kriegen wir denn noch so ein paar Jungs her? Und dass wir gleich ein ganzes Dutzend am Hals haben. Weiß nicht. Necromancer-Waffenmod. Geld. Hier habe ich gerade noch irgendwas krabbeln hören, glaube ich. Ja, okay. Ah, ne, das ist. Nicht, bevor sie die Wände explodieren. Das von der Blume da. Oder von diesem Pilz oder was weiß ich, was das sein soll. Ja, das brennt. Hier hinten auch Viecher. Da kommt noch ein Zug. Da hinten wird auch scharf geschossen. Kann man die nicht hier rauslocken irgendwie? Ich kann mir kaum vorstellen, dass in so einem Baum nur fünf Viecher wohnen. Ja, es sind schon ein paar mehr. Wir müssen nur vorsichtig näher ran. Ich möchte nicht unbedingt 20 Stück von den Viechern im Haxen haben. Ne? Na guck, gut. Hier ist sogar eine Ranch davon. Market Ranch. Na, da kommen welche, da kommen welche. Da kommen sie. Market Ranch. Den hast du. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh, ich weiß nicht, ob es gereicht hat. Na, mal gucken. Ja, der ist wieder resistent. Gegen Säure? Ja. Vielleicht sind die alle resistent gegen Säure. Ich kipp gleich wieder um. 100 Leben. Ah, der schießt wieder auf mich. Warum schießt der wieder auf mich und dich lässt dann Ruhe? Ich weiß nicht, ich habe zwar gerade meinen Köder gelegt, aber... Jetzt hat er sich umgedreht und will mich. Aua, der trifft aber auch, ey. Das gibt's doch nicht. Autsch. Unfehlbar. Autsch. 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 Das gefällt mir. Mach ihn lang. Oh, lass mich die lang machen. Munition wäre vonnöten. Wie schaut's aus? Er hat keine. Doch hat er. Da ist die Probe. Ein echter hat die Biste, ey. Mhm. Erhalte 5-mal neue Stärke durch das Töten eines Badass. Finde ich gut. Also habe ich noch nicht, aber ich habe jetzt 4 von 5. Hier liegt Scharfschutzmunition. Habe ich gerade gekauft. Wenn du woanders einkaufst, lasse ich dich töten. Oh Mann, ey, das ist doch echt eine schöne Welt, in der die hier leben. Hallo? Jetzt. Ich dachte, ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Eine Probe noch. Komm, das schaffen wir. Wie? Ach, da hast du. Oh, oh, da sind zwei. Ne, den anderen habe ich zerschossen gleich. Ja. Von wegen, der lässt mich in Ruhe. Lügner. Ja, ich glaube, du hast ein bisschen mehr Schaden an ihm gemacht, als ich gerade eben. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Trifft doch nichts.
Gegensatz zu dem, der wirklich jedes Mal trifft. Wahnsinn, ey. Einladen. Jawohl. Da ist die Probe. Ausgezeichnet. Jetzt komm zurück. Da siehst du, das ging doch. Das war ruckzuck. Mordsmorferei, ey, wenn es dafür nichts gibt. Vor allem all diese paar Bälle, das weißt du, ich bin schon fast wieder Stufe 15 jetzt. Wahnsinn. Steht unser Auto jetzt eigentlich noch am Ausgang hier? Nee, nee, das ist weg. Three Horns Divide. Huch, da ist meine Festplatte gerade abgeschmiert. Das was? Passiert auch ständig und immer in der Aufnahme, ey. Meine externe. Na, herrlich. Dieses Drecksding. Aber aufnehmen kannst du weiter? Ja, ja, na, ich mach das ja jetzt alles auf die internen, weil das ja immer passiert ist. Okay. Darum habe ich sie auf die internen verlagert. Auch wenn ich die halt eigentlich nicht unbedingt voll klatschen wollte immer, aber was willst du machen, ne? Ja. Sind ja gar keine Herausforderungen mehr, ey. Wahnsinn. Kannst du jetzt mit der Pistole jagen gehen? So ein, wie so ein amerikanischer Kopf mit einem Elektroschocker hier. Ganz schön weiter, Sir. Oh, der ist ein Traum. Kittisch. Killstil. Arschloch. Oh, darf man sowas überhaupt sagen? Geld. Gibt's hier kein Catch-A-White? Ne, jetzt müssen wir noch laufen. Na gut, so weit war es ja nicht weg. So. Nee, wir brauchen ja nur so einen komischen Teleporter da. Ja, der andere Catch-A-Ride ist da hinten, da müsste ja auch der Teleporter sein dann. Wir hätten noch mit dem Auto hinfahren können. Stimmt. Hol mich ab. Ja. Jetzt machen wir halt mal so ein bisschen Wanderung, ist auch schön. Ist doch eine nette Gegend. Ja, genau. Lass die Viecher in Ruhe. Ich will mich mit denen nicht anlegen. Da kommen sie schon. Bullimongs. Was ja, für Mongs? Ih, aua! Springt der mich aber an, ey. Na, die Racks kommen jetzt alle zu dir. Hast du die angeschossen? Nee. Das warst du. Nun greifen sie an dich an. Okay, jetzt greifen sie mich auch an. Bullimong war auch noch mit dabei. Voll eklig, ey. Unglaublich. Normalerweise hätte ich mich jetzt von denen umzingeln lassen müssen und warten müssen, bis mein Schild seine Elektroüberladung macht. Dann wären sie wahrscheinlich gleich alle draufgegangen. Höchstwahrscheinlich, ja. Sanctuary. Teleportieren sie uns mal ein bisschen. Ja, soweit wäre es ja eigentlich gleich mehr gewesen, aber okay. Ich aktiviere mal noch einen Kaktus. 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 So, Senior Dingsbums. Nee, warte. Hammerschmidt, der ist hinten bei Moxie. Eben. Aber wahrscheinlich hätten wir fast alle Quests, die wir angenommen hätten, hätten wir im selben Gebiet stattgefunden. Ach so. Na ja, gut. Mensch. Was willst du machen? Mir ist bewusst, dass wir Zoologen alle Geschöpfe der Natur achten sollten. Aber mal ehrlich, dieser Mücktant sah aus wie eine Eiterbeule mit Flügeln. Ja. Ja, nur weil sie hässlich sind, heißt das ja nicht, dass er sie nicht achtet, ne? Ich meine, guck mal, Sir Hermelock ist auch nicht gerade der Schönste, aber ich habe Respekt vor ihm. Vor allem vor seinem kaputten Monokel, ne? Und seit er Claptrap das Auge reingedrückt und seinen Schaltkreis lahmgelegt hat mit einem Elektroschock, ist er sowieso mein bester Freund. Aber ja, musste er das Auge wieder reinrücken? Ja, naja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ach nee, Scooter hat gar kein Quest. Ob man was sehen kann oder nicht, das macht ihn ja nicht weniger nervig oder nerviger als sowieso schon. Herzlich willkommen, Kunde. Wäre jetzt nicht so. Schau mal eben das Quest vom Setup. Mal gucken, wo der uns den schickt. Ich hätte da was. Weißt du, was ein Kugeleinschussloch hinterlässt, ohne dass eine Kugel im Spiel wäre? Oh. Also ich nicht.
Aus Three Horns kriege ich merkwürdige Wunden zu Gesicht. Du musst dahin und rausfinden, was für eine Waffe die verursacht. Sie gehört einem alten Rivalen von mir, Doc Mercy. Doc Mercy. Lass dich nicht von dem Namen täuschen. Im Gegensatz zu mir verursacht er lieber Wunden, statt sie zu flicken. Im Gegensatz zu mir hat er auch eine Approbation. Gunsorker-Mod hat er. Abklingzeit plus 20%. Erhöht die Action-Skill-Abklingzeit. Ah, das kriege ich wieder hin. Weiß ich nicht, ob dir das was bringt, aber wahrscheinlich nicht so, oder? Oh, eine Team-Kugel-Regeneration 0,8. Was? Na komm, nehme ich mal. Er hat hier ein Schild, der sagt, Chance, feindliche Kugeln zu absorbieren. Absorbierte Munition wird zu deinem Rucksack hinzugefügt. Wäre vielleicht was für dich. Na gut, hat 407 Kapazität. Absorptionschance. Ich meine, du kriegst es ja hauptsächlich ab, ne? Ja. Erforderliches Level 14. Möglicherweise, weiß ich nicht. Und dann hast du vielleicht auch nicht mehr so die Munitionsknappheit. Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ja, deswegen habe ich jetzt die Regeneration genommen. Und ansonsten hätte er noch einen mit 737 Schildkapazität. Maximale Gesundheit minus 193. Alter. Wahnsinn. Wer will denn sowas? Ich glaube, das könnte man sogar. Den nehme ich. Wer denn sonst noch ein Quest hier für uns? Claptrap nicht. Ach, die Tennis und unser Fire. Bird. Nee, wer ist denn? Firefly. Firefly. Na, ja, mal gucken, was Tennis will. Welche brutale, furchteinflößende Organisation in einer postapokalyptischen Welt nennt sich denn bitte Glühwürmchen? Sind aus dem Hyperion-Reservat entwischt. Es wäre zwar amüsant zu beobachten, wie sie versuchen, sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber sie müssen getötet werden. Du musst sie irgendwie herauslocken. Begib dich zu Moxie und hol Köder, die ich geordert habe. Okay, mach ich. Okay. Ich renn mal hin. Die Köder. Idas Claptrap. Warten. Hoffentlich spricht er mich hier an. Gut, okay. Weiter rennen. Moxie war der Seite irgendwo, glaube ich. Junge, finde ich mich mittlerweile besser zurecht als in meiner eigenen Heimat. Na, siehst du mal. Alles klar, jetzt. Oh, die jetzt haben dich die Banditen überhaupt aus irgendwelchen Gruppen Pizza unwiderstehlich. Und einer von denen hat mich K.O. geschlagen. Wow, du bist echt trotzdem. Töte. Ja. Das ist so, jetzt hat dieser Pizzakarton, der da schon seit Ewigkeiten vor sich hin gammelt, endlich mal Wenn ihr das hört, Sinn. Nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage, dann kommt nach Sanctuary. Es ist mir egal, was Jack euch erzählt. Wo läufst du hin? Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt. Die Hyperion-Armee kommt, um euch auszulöschen. Wenn ihr überleben wollt, dann schnappt euch eine Waffe, kommt nach Sanctuary und schließt euch an. Ach, guck, hier sind noch zwei Quests für Lilith. Ich hab die mal eben angenommen. Und keiner von der harmlosen Autogrammjägersorte. Du sollst die Kinder des Firehawks infiltrieren und rausfinden, ob sie Zwielichtiges im Schilde führen. Ich würde es ja selber machen, aber ich fürchte, die flippen aus, wenn ihre Göttin plötzlich vor ihnen steht. Sprich mit dem Anführer des Kults, Flammenmeister Clayton. Ja, da müssen wir wieder dahin, wo wir sie besucht haben. Ach, in die, ja, genau. I remember. Ich kann hier voll so einen Screenshot von der alten machen mit meiner Knarre. Klick, wird ihr neues Profilbild auf Facebook. Was hast du da noch gefunden? Dein Inventar hast du da gefunden? Ich guck gerade Splittergruppe, hol bei Moxie Pizza, ab ins Versteck. So, das sind noch zwei Quests, die wir nicht sehen. Und unentdeckte Mission Catch a Job, Treehorn Valley. Ja gut, aber ich denke, das reicht ja erstmal. Treehorns Divide haben wir zwei, ne? Treehorns Divide haben wir eine, in Memoriam. Siegeboll. Okay, und die anderen beiden, sind die auch verschieden? Das ist Valley. Ich weiß nicht, was der nicht entdeckte ist. Aber das medizinische Rätsel können wir machen, da müssen wir nur einen Typen töten. Gib dich zu Dr. Mercy's Unterschlupf, ja komm, das machen wir. Der ist zwar nicht ganz ohne, aber... Egal. Wir sind auch nicht ganz ohne. So, wo ist denn das?
Hyperion-Waffen verfügen über Stabilisatoren. Wollte ich natürlich sagen. Also ich habe zwei Questanzeigen, oder? Das ist einfach nur zwei Eingänge. Ah ja, okay. Kartenausgang, verlasse zu Three Horns Valley und das ist auch Three Horns Valley, okay. Ja, es gibt da zwei Eingänge zu Three Horns Valley. Das ist ein Wagen. Das ist eine Fahrzeugfamilie aus. Lightrunner. Wir haben ja nur die beiden. Sawblade Technical. Was ist das hier? Katapult Technical. Hm. Er schießt mit Fässern. Was? Er schießt mit Fässern. Schön, oder? Hübsch. Hey, lass mich rauf da. Was macht der jetzt? Rutsch da immer runter. Hä, nee, war falsch. Warte.